Bevor es losgeht, wollte ich euch noch einmal ganz herzlich für eure vielen Kommentare bezüglich der geplanten Gruselgeschichten danken. Ich werde das Ganze umsetzen und euch jeden Adventssonntag eine Geschichte vorlesen, die ihr euch dann anhören könnt. Also freut euch diesen Sonntag um 18 Uhr auf die erste Geschichte. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe auch schon eine andere Geschichte hochgeladen, also hört gerne rein. Außerdem erreichte mich mehrfach die Frage, ob ihr mir auch Geschichten zukommen lassen könnt. Wenn ihr einen guten Tipp oder sogar eine selbstgeschriebene Geschichte habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid bereit für einige neue, unheimliche Geistervideos. Falls ja, dann verkriecht euch schon mal unter der Bettdecke, macht das Licht aus und ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Nummer 1. Noch nicht verlassen. Für das erste Video begeben wir uns in eine alte, leerstehende Klinikanlage in den USA und begleiten dabei die Gruppe vom Kanal Spirit Stalkers, die sich hier mitten in der Nacht auf die Suche nach paranormalen Anzeichen machen will. Das Gelände ist in den Staaten in Geisterjägerkreisen sehr berüchtigt, weil es dort angeblich wirklich stark spuken soll. Und ob das stimmt, wollen sie jetzt also mitten in der Nacht herausfinden. Dabei dauert es dann auch nicht lange, bis sie die ersten seltsamen Geräusche hören. It sounds like something's dragging when we're talking. Hello? Sit down. We should record me, yes. Or just. Danach teilt sich die Gruppe dann auf und zwei der Jungs legen sich mit Liegen in einen dunklen Gang, um dort in der Dunkelheit auf Anzeichen und Geräusche zu warten. Und dann hören sie das hier. Evan, that was right there. Did you hear that? Dude, Evan, that was like right there, dude. Who's that? Who's there? Go back to your room. Who's here? Say hello. Hello? Come here. Should we go? We should look at that. Do you want to go? We need to. Dude, that was legit footsteps, bro. Did you hear how many? Is there anybody in here? Dude, what the hell? Dude, that was crazy, man. I'm serious, dude. That was awesome. Did you hear how many? Yeah, that was a lot. No, it's down this hall, man. It's walking. Evan. Evan, get up. Dude, we have to stop this. Get my phone. Record this. Evan, here. Shh, wait, just listen for a second. Stop. I want to hear it. Don't move. Hello? Evan, we need to go. We need to go to the... No, back up. Evan, stop. What? You could be a person, dude. Hello? Guys, get down here right now. Get down here right now. Come. I don't care. It's an emergency. Get down here now. Copy? Do you copy? Get down here, man. Do you copy? Daraufhin packte die Gruppe zusammen und machte sich auf den Weg aus dem Gebäude. Was meint ihr? Wurden sie hier Zeugen übernatürlicher Phänomene? Oder gibt es eine ganz einfache Erklärung für das Ganze? War es vielleicht auch einfach nur ein Fake? Hättet ihr euch in diesen dunklen Flur gelegt? Und was hättet ihr getan, wenn ihr solche Geräusche gehört hättet? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Nummer 2. Die Präsenz. Wir schauen mal wieder bei den Jungs von Mindseed TV vorbei, die sich in diesem Video eines unheimlichen Hauses annehmen, das angeblich stark heimgesucht werden soll. Das historische Gebäude wird als Hotel genutzt und hat eine lange Geschichte mit einer dunklen Vergangenheit, da auf dem Grundstück unzählige amerikanische Ureinwohner begraben sind und Gäste des Hotels seit langer Zeit von unglaublich unheimlichen und verstörenden Erlebnissen berichten, die sie sich nicht erklären können. Die Jungs beginnen das Haus zu erkunden und beginnen dann mit einer ersten Kontaktaufnahme. Wir schauen einfach mal rein, was passiert. Maybe the lights out. Completely? Yeah, just flipped off one time. Mina, can you come close to this device right here? It'll start blinking. Once or twice? Can you give us a sign that you're here? Shh. Hear that? Hang on, leave the lights off. Oh, wow. You hear it, right? Yeah. Oh, wow. You hear it, right? Yeah. Oh, gotcha. Can you light this device up? Can you come close? Während die beiden hier in der Dunkelheit sitzen, sieht man einen Schatten am Fenster entlang gleiten. Das kann natürlich auch eine ganz einfache Erklärung haben, aber wie ein Vogel sieht das für mich trotzdem nicht aus. Kurz danach setzen die beiden die Untersuchung dann mit einer Blind Spirit Box Sitzung fort und hören wirklich seltsame Geräusche. Casey and I are in this very strange room. Antique furniture, antique pictures. It's already like an eerie setting. We're listening to the spirit box as close as we can, and we both hear what sounds like it comes from behind us. If there's someone present with us, can you make that noise again? Danach teilen sie sich dann auf und begeben sich in verschiedene Bereiche des Gebäudes, um alleine Kontakt aufzunehmen. Was sie dann erleben,
ist wirklich unheimlich. Can you give us any kind of audio sign that you're here with me right now? Okay, that was something. If that was you, can you please come closer to that device on the floor? If you come close to it, it'll just start playing music. It's not going to harm you. The really creepy part was when I asked whatever was present if it could move closer to the coffin music box, and it did. If you come close to it, it'll just start playing music. It's not going to harm you. Can you please make that device? Wow. There's obviously some energy in this room, John. She also had mentioned that if you do close the door, sometimes people will hear the door handle rattling, sometimes people will see the door shake. And I went in there to do the EVP session, and what I caught was exactly what she had explained to me. There's obviously some energy in this room. John. The second time I thought I heard the door handle jiggle, I opened the door and there was no one there. Hello? Is there somebody present with me right now? Also, was denkt ihr? Alles nur gut gefaked? Oder spukt es hier wirklich? Würdet ihr euch nachts in dieses Gebäude trauen? Und wie würdet ihr bei solchen Erlebnissen reagieren? Nummer 3. Der Freund. Das nächste Video stammt von einer Frau, die zusammen mit ihrer kleinen Tochter in ein neues Haus einzieht und gerade eigentlich mitten im Umzug steckt. Doch seit sie in diesem neuen Haus wohnen, bemerkt sie, dass ihre Tochter scheinbar mit einem imaginären Freund spricht. Jetzt ist es erstmal nicht unbedingt etwas völlig Ungewöhnliches, dass kleine Kinder mit Fantasiefreunden sprechen und spielen, doch irgendetwas an dieser Situation gefällt der jungen Mutter ganz und gar nicht. Sie hat das Gefühl, dass dort wirklich irgendjemand oder etwas bei ihrer Tochter im Zimmer ist, wenn sie eigentlich alleine sein sollte. Aber wir schauen einfach mal, was sie dann unternimmt. Hey, so we are just moving in. I'm literally, it's such a mess, I'm sorry, but we're moving into this old house. And my daughter has been talking to an imaginary friend, except for it feels really real. Obviously, it's an imaginary friend, but it's been weirding me out. And I'm wondering if something is triggering it or why it's happening. So I put this camera down and
I'm just gonna let it run and we'll see. I just wanna see what's going on, you know? I know you understand this, right? I'm not crazy. Okay, well, we'll see what happens. This looks beautiful and funny. What do you want to do? Do you want to play? Do you want to? Also, das kleine Mädchen ist scheinbar dabei, mit irgendetwas zu sprechen, was wir nicht sehen können. Doch dann erkennt man, wie plötzlich eine Tür hinter ihr aufgeht, ohne dass jemand da ist. Und als wäre das nicht unheimlich genug, wirkt es auch noch so, als wäre es nicht das erste Mal, dass das passiert, wenn man sich die Reaktion des kleinen Mädchens ansieht. Das wirkt, als würde es sie nicht überraschen, dafür aber trotzdem verunsichern. Was haltet ihr davon? Vielleicht nur ein Zufall? Oder steckt mehr dahinter? Lasst mich gerne wissen, was ihr darüber denkt. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet euch wieder ein wenig gruseln. Falls du neu auf dem Kanal bist, dann abonniere doch gerne, um auch in Zukunft nichts Unheimliches mehr zu verpassen. Hier gibt es regelmäßig neue, gruselige Geistervideos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, passt gut auf euch auf.